Der Tag von Karl-Heinz Winzig hat schon früh angefangen. Der pensionierte Bäckermeister betreibt ein einzigartiges Bäckereimuseum im Wolfhager Land und backt Brot und Brötchen noch wie vor 100 Jahren. Da ist vor allem viel Handarbeit und ein besonderes Wissen gefragt. Ja, früher Spezialwissen, das war erstmal mit diesen Öfen, musste man sich reinarbeiten. Muss genau wissen, wie viel Holz oder Kohle man auflegen musste auf die Ösen, um die Temperatur rauszubekommen. Es gab ja keine Pyrometer, nicht? Also Anzeigen für Temperatur gab es ja nicht. Hat ja mit der Hand gefühlt oder wie ich vorher demonstriert habe, mit der Hand an voll Mehl auf dem Ofen gestreut. Dann hat man genau gesehen, ungefähr wie die Temperatur ist. Bevor der Teig für das Brot zubereitet wird, stellt Karl-Heinz Winzig noch Teig für die Brötchen her. Dazu verwendet der Bäckermeister Weizenmehl, Backmalz, Salz, Zucker, Butter, Hefe und Wasser. Dann heißt es erst einmal kräftig kneten. Beim Einteigen des Mehles bilden sich aus den Eiweißstoffen Gliadin und Glutenin der Kleber. Den müssen wir mal kurz abstellen. Wir sehen, es ist noch kein Kleber vorhanden. Es hat sich noch kein Kleber gebildet. Das dauert ungefähr 10 Minuten Knetzeit, bis der Kleber sich bildet. Für den Brotteig mahlt Karl-Heinz Winzig in seiner Mühle Roggenkörner. Dieser Schrot wird mit Sauerteig, Roggenmehl, Salz, Hefe und Buttermilch zum Brotteig vermengt. Auch hier heißt es wieder kräftig durchkneten. Während der Ruhezeit des Brotteiges werden die Brötchen zum Backen bereit gemacht. Hierzu wird der Teig in der 100 Jahre alten Brötchenpresse in 30 gleich große Teile geteilt, anschließend mit leckeren Körnern versehen und nach einer kleinen Ruhezeit in den Ofen geschoben. Jetzt heißt es wieder warten. In der Zwischenzeit bereitet der 74-jährige Elener den Steinofen für den Brotteig vor. Um so eine ebene Backfläche zu haben, oder eine Schießfläche vielmehr, kommt einfach so ein Blech da drauf. So. Während die Brötchen noch im Ofen backen, widmet sich der Elener dem Sauerteigbrot. Mit seiner Frau Marianne teilt er den Teig in gleich große Stücke, knetet sie und packt sie in aus Holz geflochtene Körbchen, in denen der Teig nochmals gehen muss. Für den gelernten Bäckermeister liegen die Vorteile des handgemachten Brotes klar auf der Hand. Ja, handgefertigte Brot, das ist erstmal spezieller im Geschmack her, weil schon mal die ganzen Stehzeiten und Ruhezeiten eingehalten werden. Wir haben ja ein biologisches Produkt. Es muss ja die Hefepilze müssen sich entwickeln, die Säurebakterien müssen entwickeln. Das dauert alles seine Zeit. Ich kann das zwar mit Chemie beeinflussen, das ist kein Problem. Ja? Aber der leidet der Geschmack ja drunter. Denn ich brauche wirklich die Ruhe- und Stehzeiten für die Bildung des Geschmacksstoffes. Während die frischen Brötchen noch abkühlen, bringt Karl-Heinz Winzig die Brotkörbe nach draußen. Dort warten sie darauf, dass der Steinofen die richtige Temperatur hat. Endlich etwas Ruhe, um zu frühstücken und die frischen Brötchen zu genießen. Viel Zeit bleibt dennoch nicht, denn der Elener muss den richtigen Augenblick abpassen, in dem die Ruhezeit des Brotes ausreicht und die Temperatur im Steinofen perfekt ist. Jetzt wird der Ofen betriebsbereit gemacht. Das heißt, die Asche, die sich im Ofen befindet, muss jetzt ausgewaschen werden, damit das Brot nicht auf der Asche gebacken wird. Das nennt man jetzt Huddel. Um sicherzugehen, dass der Ofen eine Temperatur von 350 Grad hat, wirft Karl-Heinz Winzig eine Handvoll Roggenmehl auf die Backfläche. An den Stellen, an denen das Mehl schnell braun oder gar schwarz wird, ist der Ofen zu heiß und muss abgekühlt werden. Die Mehlprobe zeigt, dass lediglich zwei vordere Backplatten zu heiß sind, die der Elener aber schnell abkühlt. Dann ist es soweit, das Sauerteigbrot kann in den Steinofen. Dort bleibt es etwa 45 Minuten. Regelmäßig besuchen Kindergarten und Schulklassen das Backmuseum von Karl-Heinz Winzig. Für die Zukunft wünscht sich der Elener mehr Unterstützung. Ja, ich hätte gerne mal so ein paar Nachfolger oder ein paar Mitarbeiter, die mal ein bisschen mitarbeiten können. Denn man wird ja auch nicht immer jünger. Es fängt ja auch nicht nur an mit das Backen leider. Es muss ja Holz gemacht werden. Ich brauche ja jede Menge Holz auch. Das muss ja auch irgendwie herbeigeholt werden.
Es hängt ja nicht nur das Backen zusammen, es ist das ganze Umfeld drumherum, was gemacht werden muss. Und ich versuche da jemanden, der mal ein bisschen anlernen. Ja, für viele Preise, ich komme mal, aber es kommt ja doch keiner. Ne? Und eines Tages stirbt das aus auch hier.